So, guten Morgen, liebe Wolfsfreunde. Heute mal die zweite Hälfte unserer normalen Waldrunde. Heute wieder mit Ares an der Leine und Ava irgendwo frei. Komm mal, Prinzessin. So an der Stelle hat bei der anderen Aufnahme, hey, super, ja, die Batterie schlapp gemacht. Und jetzt probieren wir mal die zweite Hälfte aufzuzeichnen. Komm, Dicker. Ja, fein. Glatt ist hier. Was denn, willst du schon wieder Leckerlis haben, Mäuslein? Bin ich ein kleiner Leckerli-Hund. Ja, da wo ich vorgestern so abrupt unterbrochen worden bin, bezüglich der Leckerlis. Also Ares scheint sich draußen überhaupt gar nicht für Leckerlis zu interessieren. Also Avas Lieblingsleckerlis schon nicht, die mag er aber drinnen auch nicht so unbedingt. Aber ich habe dann auch Sachen probiert wie Käse und gestern habe ich sogar ein paar Stückchen Hackfleisch mitgenommen. Und nö, draußen interessiert ihn das alles nicht. Wird also hauptsächlich geschnüffert und gemacht und getan. Und jetzt bin ich gerade dabei, eine Strategie zu überlegen. Was gibt's da? Eine Strategie zu überlegen, wie ich mit ihm mit dem Training weitermache. Denn ultimativ soll das Ziel natürlich sein, dass sie beide im Wald freilaufen können. Damit ich mich nicht ständig irgendwo in den Schnee schmeiße, weil er mich umzieht oder weil es glatt ist. Ja, den Spuren nach zu urteilen, ist eine ganze Horde von Menschen hier irgendwann gestern, zwischen gestern Abend oder gestern Nachmittag und heute Morgen jetzt unserem Spaziergang lang gelaufen. Das ist ein bisschen interessant, weil normalerweise geht hier so gut wie niemand lang, aber naja, solange die alle schon weg sind, ist das ja egal. Da haben wir dann keine Probleme. Ja, ja, kleine Naschprinzessin. Und ja, die Landschaft hier ist ein typischer, nee, jetzt gibt es nichts, Mäuslein, jetzt reicht's. Die Landschaft hier ist ein typisch finnischer Mischwald. Sehr, sehr dominant an Nadelhölzern, Kiefern sind das, glaube ich. Und dazwischen ein paar Birken, aber relativ offen. Man kann also stellenweise ein paar hundert Meter weit sehen, weil die Bäume nicht so dicht an dicht stehen. Was auch typisch ist, ist, dass das Unterholz nicht ausgeforstet wird hier. Das erledigt die Natur dann von selber. Und ja, hier in der Gegend haben wir schlechte Böden. Also der Mutterboden ist einen halben bis einen Meter tief, meistens nur. Und darunter kommt nackter Fels, deswegen fallen dann bei Stürmen die Bäume reihenweise um. Und deswegen sieht der Wald hier noch ein ganz kleines bisschen anders aus, wenn man jetzt mehr so in Richtung Küste geht, nach Westen. Da hat man richtig schöne offene Wälder, wo man fast einen halben Kilometer weit drin sehen kann, weil die Bäume eben nicht dicht an dicht stehen. Ups, guck mal da, ist runtergefallen. Da, gut. Weil die Bäume eben nicht dicht an dicht stehen und die Birken, wenn sie älter sind, natürlich im unteren Bereich des Stammes keine Zweige haben.
Ach, jetzt hör mal auf zu ziehen mit. Du bist schon wieder außer Atem. Ja, und da sieht man auch schön gerade wieder meine kleine Prinzessa. Geht also so ungefähr 10, 12 Meter vor mir. Und selbst dann dreht sie sich immer mal wieder um, ob wir denn noch da sind. Jetzt mit Ares kehrt sie gelegentlich meine Terrorziege raus. Nehmt euch ein. Ja, ja. Aber das darfst du, sie ist ja auch in Hitze gerade. Aber die kleine Aresmaus macht sich ganz, ganz super. Bin also ganz stolz auf ihn, wie er sich macht. Ist ein ganz toller Hund und sieht auch so aus, als ob der Vorbesitzer nicht alles falsch gemacht hätte. Also so jetzt was Leinenführigkeit betrifft, Verträglichkeit mit Menschen und ja, das andere Video hatte ich ja schon gezeigt, so in der Stadt und so. Das funktioniert alles ganz gut und ich denke, der Vorbesitzer wird da schon eine Menge Zeit investiert haben. Ich denke nicht, dass ein Wolfshund wie Ares ohne jede Menge Sozialisationstraining so cool in der Stadt wäre. Hör mal auf zu ziehen bitte, hier ist glatt. Hey. Ja, fein. Ah ja, so nebenbei, wie ihr seht, habe ich die Schleppleine weggetan. Also neulich Abend habe ich das mal auf einer kurzen Abendrunde um den Block ausprobiert, wie das funktioniert mit der Flexi. Und an der Flexi geht er tatsächlich wesentlich entspannter und stressfreier als an der Schleppleine. Keine Ahnung, woran das liegt. Ist aber bei vielen Hunden so. Also, aber auch an der Schleppleine hält sie die ständig unter Zug. Und an der Flexi geht sie ganz entspannt. Sie weiß auch, sie hat auch relativ schnell rausgekriegt, wann die Flexi zu Ende ist. Und geht dann auch nicht weiter und zieht dann auch nicht weiter. Man merkt also dann, dass sie schon kurz vor dem Ende der Flexi langsamer wird, wenn sie schneller vorwärts geht. Und Ares macht das eigentlich im Prinzip genauso. Es sei denn, aber geht vor uns und geht schnell, da will er natürlich ganz, ganz, ganz schnell hinterher. Na, Dicker? Wie jetzt gerade zum Beispiel. Aber auch da sieht man, er ist schnell gegangen und wo das Ende der Leine gekommen ist, ist er schon langsamer geworden und nicht voll in den Anschlag reingerannt. Sehr schönes, cleveres Kerlchen. Naja. So. Und ja, ich laufe hier gerade auf blankem Eis. Mit einem 40 Kilo Wolfshund, der alles in der Umgebung interessant findet und nach links und rechts zieht. Prinzessin, nicht da lang, bitte. Das ist auch wieder so eine Stelle, wo sie immer gucken gehen muss. Weiß der Henker warum? Irgendwas ist da fürchterlich interessant. Da muss man immer kurz rüberschwenken und gucken und markieren. Obwohl wir da eigentlich nie lang gehen. So, bitte nicht ziehen. Hier ist Eis. Ist fein. Ja, guck mal. Nein, 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 links vorbei. Ares, rum, rum. Ja, super. Hallo, Prinzessin. Du schon wieder. Ah, musst du noch mal kacken, Großer? Ja, fein bist du. Und schon wieder die kleine Bettelprinzessin. Ja. Aua, lass meine Finger dran. Ja, lass meine Finger dran. So. So wie es aussieht, ist die Gegend hier auch mittlerweile Mountainbiker verseucht. Das ist natürlich nicht so schön.
Die sind nämlich schon auf den offiziellen Spazierstrecken immer am Fahren und die fahren wie die Geisteskranken hier. Ach, er ist nicht da. Komm. Bitte nicht ziehen. Ach, wieso musst du immer den komplizierten Weg nehmen, Hund? Hm? Ares, nicht ziehen. Ja klar, Ava ist jetzt... Ah, da ist sie wieder. Ava war jetzt gerade außer Sicht. Und da dreht er dann natürlich hoch. Geht ja gar nicht. Geht ja gar nicht, dass die Chefin außer Sicht geht, huh? Prinzessin? Aber du... Ares, du kannst jetzt aufhören zu ziehen. Ava ist hinter uns. Aha. Und guck mal. Chefin ist da und schon ist Ruhe. Aha, Ares markiert, Ava markiert drüber. Oh, und Ares schnüffelt nur. Na, na, Chefin darf das. Andere Hunde waren hier. Allerdings keine Spuren von anderen Hunden, so wie ich das sehe. Nur meine Prinzessin-Tapsa. Oh doch, da sind Spuren von anderen Hunden. Richtig, Prinzessin. Ares, nicht da lang. Rechts. So, nee, großer. Da kommen wir nicht lang. Aha, Kleinhunde waren da. Also nutzen wir die Gelegenheit. Komm mal her, Prinzessin. Ja, ist jetzt fein. Aha. So. Ja, mal eben die Gelegenheit genutzt, die Kleine an die Leine zu nehmen. Ist zwar 100 Meter früher als normal, aber vorgestern, wo leider die Batterie schon platt war von der Kamera, waren auf dem offiziellen Fußgängerweg
ein paar Leute mit dem Kleinhund und die haben komplett alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Kleinhund auf den Arm genommen, nicht weitergegangen, stehen geblieben, rumgezetert, mich angemault. Dann habe ich versucht, Ava zu mir zu rufen und die dämliche Frau von dem Typen hat dann versucht, mich zu ärgern und hat mich nachgeäfft und hat dann auch Ava gerufen, worauf Ava dann natürlich zu ihr wieder hingerannt ist, woraufhin sie die nächste Panikattacke bekommen hat. Und ja, wie gesagt, schade, dass die Batterie von meiner Kamera da schon platt war. Das wäre ein geniales YouTube-Video geworden. Das Schöne ist, in Finnland ist es auch noch erlaubt. Alles, was man in öffentlichen Plätzen filmt, darf man auch uneingeschränkt veröffentlichen. Und wie gesagt, das wäre der Renner gewesen. Und aber zur Ehrenrettung der Kleinhundebesitzer muss ich sagen, gestern Abend oder Nachmittag auf der Nachmittagsrunde sind wir in der Familie mit drei Kleinhunden begegnet und die waren super cool. Die haben sich gar nicht gestört. Die haben ihre Hunde sogar, bevor ich überhaupt bereit war, zu Ares hingehen und schnüffeln lassen. Aber hatte ich da sicherheitshalber schon kurz genommen, weil ich nicht wusste, ob die Kleinhunde Weibchen sind. Aber auch da hat sich Ares absolut vorbildlich verhalten. Und nach ungefähr 10 Sekunden war ihm das dann zu doof mit den kläffenden kleinen Hunden. Und er ist dann wieder zu mir gekommen. Ging also auch ganz gut. So, das ist jetzt hier, wo Ava normalerweise selber weiß, dass er stehen bleiben soll, weil da hinten geht es zum offiziellen Weg und da muss natürlich angeleint sein. Ja, das ist so geregelt im Gesetz über die öffentliche Ordnung in Finnland, dass innerhalb geschlossener Ortschaften und in bestimmten Bereichen, und dazu zählen diese sogenannten Sportwege, also im Sommer sind die fürs Laufen und im Winter fürs Skifahren gedacht, werden auch entsprechend von den Städten gepflegt. Dort müssen Hunde grundsätzlich immer angeleint sein. Im Wald ist es so, während der Schonzeit natürlich, während der Brut- und Setzzeit müssen Hunde natürlich auch grundsätzlich angeleint sein. Es sei denn, es ist auf, im Privatwald, der muss dann aber auch umzäunt sein. Und ansonsten darf man Hunde auf im Wald oder auf Feldern nur mit Erlaubnis des Grundstückinhabers oder des Inhabers des Jagdrechtes ableihen. Wobei die meisten Jäger hier und die meisten Bauern damit keine Probleme haben, wenn man jetzt nicht gerade kurz vor der Ernte seine Hunde im Feld scheißen lässt. Also das ist was, das sehen die hier nicht unbedingt gerne. Aber ansonsten, was hier sehr schön ist, ist auch eine ganz andere Kultur unter den Jägern. Also die finnischen Jäger sind im Gegensatz zu den deutschen Jägern, warten die nicht auf die Gelegenheit, dass ein Hund einen halben Meter zu weit oder weiter als erlaubt vom Herrchen weggeht, wenn er abgeleint ist, um ihn dann abzuknallen, sondern normalerweise werden freilaufende Hunde hier ignoriert. Es sei denn, die sind irgendwie bedrohlich oder richten irgendwie tatsächlich Schaden an oder so. Und also selbst hier ist es nicht selten, dass selbst wenn Hunde, zumindest in den Dörfern, wenn Hunde im Wald mal ein Reh reißen oder so, in den Dörfern sind ja die Hunde normalerweise bekannt und der Jäger sieht das. Dann geht er normalerweise zum Hundebesitzer hin und sagt jetzt, hör mal, dein Hund hat mir ein Reh gerissen, gib mir mal 50 oder 100 oder 150 Euro dafür und dann ist gut. Und nächstes Mal lass ihn bitte nicht frei laufen. Also es ist schon ein bisschen sinnvoller. Wobei die Jagd hier in Finnland eine andere Kultur hat. Generell. Also die Jagd ist ja hier nicht wie in Deutschland ein Hobby, was ursprünglich nur den Reichen vorbehalten war und was also sehr stark auch mit Reichtum und Politik verbunden ist, sondern in Finnland ist die Jagd ganz einfach Lebensunterhalt. Gerade in den ländlichen Gegenden wird wenig auf Trophäen gejagt, sondern die Leute gehen halt in den Wald, schießen sich einen Elch und ein paar Rehe.
nehmen das alles aus und packen sich das in die Tiefkühltruhe, weil das die einfachste Möglichkeit ist, mal an Fleisch zu kommen. Und da habe ich persönlich auch überhaupt gar kein Problem mit, muss ich sagen. Und viele Jäger, wenn nicht die meisten Jäger, sind auch ganz gut drauf, haben eine vernünftige Einstellung, sogar zu Wölfen. Aber natürlich, Deppen gibt es überall. Ja, und jetzt sind wir fast am Ende der Runde angekommen. Ich muss mal irgendwann bei Gelegenheit eine Karte von der Runde in die Gruppe schmeißen. Und ja, wie ihr seht, immer noch alles sehr, sehr problemlos. Das große Ziehen hat auch mittlerweile aufgehört hier. Wahrscheinlich, weil Ava jetzt auch angeleint ist. Da braucht Aris nicht mehr zu ziehen wie ein Bekloppter. Und ja, wir machen hier einen ganz entspannten Spaziergang. So, links bitte. Links bitte. Komm. Komm, Großer. Komm, Großer. Joi, fein, fein. Und wieder markieren. Deshalb machen wir was Leckeres haben. Ja. Was mit dir, Aris? Du jetzt auch? Ah, jetzt nehmen wir doch was Leckeres. Aber so übermäßig begeistern tut ihn das nicht. Es ist nicht so, dass er mir jetzt beinahe die Finger abhackt für das Leckerchen. Das sieht dann zumindest in der Wohnung mit Käse oder so schon wieder ganz anders aus. Aber nun gut. Und da gibt es wieder was zu schnüffeln. Und da am Ende der Straße, das blaue Haus, da wohne ich schon. Also wenn ich den Weg hier gehe, habe ich es tatsächlich 70 oder so Meter bis in den Wald rein. Aris, nicht da bitte. Komm, Großer. Hast du wieder einen frischen Schneehügel gefunden? Ja, musst du wieder Schneebad nehmen? Ich sehe das schon. Du magst nämlich nicht reingehen, ne? Ja. Na komm, dann lass uns mal ein bisschen schneller gehen, die letzten paar Meter. Gucken, ob wir dich so austricksen können. Ja! Ja, ist glatt, ne? Komm, Großer! Hopp, hopp, hopp! Uff. Ja. Austricksen ist nicht. Ich sehe das schon. Nee, aber lass mal. So, komm! Komm! Heppa! Ja, fein. Na komm, komm, komm. Ja, super. Nicht da. Komm, 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 komm.
Noch mal kurz abkühlen, bevor wir reingehen. Ha? Komm, Großer. Komm, Großer. Nein, 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 nein. Nicht an der Leine knabbern. Ares, ey. Komm, du Schneehund. Na komm, aber. Komm, hopp, 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 hopp. Komm, Schneehund. Ja. Tun, was sie wollen, wenn sie wollen. Gelegentlich muss man ein bisschen tricksen, damit man sie dazu kriegt, das zu tun, was man selber will. Komm, Großer! Na, höre ich da eine andere Leine? Komm, Großer! Ach, sind die Karotte von gestern gefunden. Eine tiefgefrorene Karotte. Ja. Was man nicht so alles auf finnischen Straßen findet, das würde ich nicht tun, aber das hat er nicht so gerne, wenn du an sein Futter gehst. Nimm die Karotte doch mit, Ares. Komm, nimm mit. Komm, Großer. Also in Ruhe im Schnee liegen und die Karotte fressen. Na gut. Boah, da kriege ich allein schon vom Zugucken Zahnschmerzen. Die hat er gestern schon gefunden. Die hat die ganze Nacht da im Schnee gelegen. Bei minus weiß ich nicht wie viel Grad. Irr. So, fertig? Dann komm, Großer. Ja, fein. Super, super. So, dann machen wir die Kamera mal aus, weil wir sind jetzt zu Hause.